In diesem Video. Geht es um dreckige Auspuffs? Schauen wir uns an, was bei Fiat los ist. Sprechen über Gewichte. Und reden mit einem Mann, der mit Bären spricht. Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf Kreuzfahrtcamper. Camper Update März 2024. Ihr habt die Szenen schon gesehen und ihr habt es ja auch gesehen, mit wem wir heute ein Interview führen. Deshalb mal ein anderes Intro als sonst. Ja, der Dicke, der bleibt da sitzen. Wieso er da sitzt, erzähle ich euch natürlich im Laufe dieses Videos. Dreckige Auspuffs, jeder dritte Wagen könnte durch die AO fliegen. Das ist natürlich ein Clickbait-Titel, kann man das so sagen, aber leider Gottes keine Fake News. Ihr wisst ja, der Gesetzgeber hat die Abgasuntersuchungen für moderne Diesel ab Euro 6, so seit Mitte 2023, um eine Partikelmessung erweitert. Und ja, durch diese neue Messmethode fliegen zurzeit haufenweise Fahrzeuge, selbst Neufahrzeuge, die also zum ersten Mal zum TÜV fahren, fliegen bei der ersten Hauptuntersuchung durch. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das Fahrzeug der Stellantis-Gruppe angehört oder ein Mercedes, VW, BMW. Immer mehr Werkstätten bestätigen, dass durch diese neue Messmethode reihenweise Fahrzeuge durchfallen. Man muss sich mal vorstellen, über 22% höhere Durchfallquote im Gegensatz zu der davorjährigen Messung. Und das berichtet der TÜV-Verband zusammen mit dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, dem ASA-Verband, der DEKRA und der KÜS. Für euch, was bedeutet das? Wenn ein Fahrzeug normale Untersuchung hat, dann war die Durchfallquote bei 0,72%. Und jetzt ist sie bei 3,3%, also über 21% mehr. Jetzt die Frage, wie funktioniert diese Messung? Ganz einfach, 250.000 Partikel dürfen maximal bei der Messung ausgestoßen werden. Ja, unser Fahrzeug zum Beispiel liegt weit über das Zehnfache darüber. Ob wir Ende 2024 überhaupt die AU bestehen, ja, das steht weit in den Sternen. Was aber bei uns der Fehler sein könnte, ist ein AGR-Ventil. Stefan meinte, da stimmt irgendwas nicht. Dazu gibt es aber demnächst ein Video zu. Vielleicht ist danach das Problem behoben. Sehr interessante Videos, die verlinken wir euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wir sind gespannt, was bietet uns der TÜV, was sagt die DEKRA, wie viele Fahrzeuge fallen durch. Wir drücken für euch die Daumen, dass euer Fahrzeug aber davon nicht betroffen ist. Nächste Hiobsbotschaft, Rückrufaktion bei der Stellantis-Gruppe. Mein Gott, gibt es denn heute nur schlechte Nachrichten? Nein, es gibt noch bessere, kann ich versprechen. Aber erstmal zu den schlechten. Bei den Nutzfahrzeugen von Stellantis mit dem Baujahr, ganz wichtig, 2023, kann es zu Problemen mit der Servolenkung kommen. Grund ist eine Hochdruckleitung der hydraulischen Lenkunterstützung. Die Fahrzeuge können mit einem hydraulischen Servolenkungsschlauch ausgestattet sein und der ist möglicherweise undicht. Dies kann zum einen zu einer Verschlechterung des Servolenkungskomforts oder sogar im schlimmsten Fall zum plötzlichen Verlust der Servolenkungunterstützung führen. Laut KBA kann ein Fahrzeugbrand im ungünstigsten Fall sogar nicht ausgeschlossen werden. Der hohe Druck dürfte dann für einen Austritt der brennbaren Servoflüssigkeit sorgen, die mit heißen Bauteilen in Kontakt und sich daran entzünden könnten. Zurück in die Vergangenheit, für viele relativ schwer, aber wer jemals ein Fahrzeug ohne Servolenkung gefahren ist, weiß, dass ein plötzlicher Ausfall schwerwiegende Folgen haben könnte. Ein Ausweichmanöver spontan ist dann noch kaum möglich. Insgesamt sind von der Rückrufaktion weltweit knapp 50.000 Fahrzeuge betroffen, also Nutzfahrzeuge. Und es ist egal, ob du ein Ducato, Boxer, Jumper oder Movano fährst. In Deutschland müssen 8.000 Fahrzeuge in den Werkstätten. Ganz wichtig,
Alle Infos dazu findet ihr natürlich in unserer Videobeschreibung. Durch die Social Media geistert dieses Thema schon sehr lange. Jetzt wieder ganz akut seit dem 28.02., nachdem das EU-Parlament über die vierte Führerscheinrichtlinie abgestimmt hat. Jetzt die große Frage, was ändert sich? Erstmal gar nichts. Die Erhöhung der Klasse B Führerscheins, also von 3,5 Tonnen auf 4,25 Tonnen, ist zwar vom Parlament abgesegnet, aber jetzt müssen sich noch das Parlament, die Kommission, der Ministerrat im sogenannten Trilog auf eine gemeinsame Position einigen. Und ihr wisst, dieses Jahr sind Europawahlen, also erst danach wird das Thema weiter behandelt. Mit einem Kompromissvorschlag wird im Herbst 2024 gerechnet. Und sobald dann die EU-Führerscheinrichtlinie beschlossen ist, muss Deutschland natürlich das alles noch in nationales Recht umsetzen, damit diese Änderung überhaupt in Kraft treten kann. Also es ändert sich erstmal gar nichts. Aber was könnte sich dann ändern? Das ist nämlich relativ schon mindestens vom EU-Parlament beschlossen. Das ist, dass du mit deinem Klasse B-Führerschein darfst du dann aufgelastete Wohnmobile oder Rettungswagen oder, wenn du einen Transport hast, dabei aber nur mit alternativen Antrieben bis 4,25 Tonnen fahren. Wir, also ich und Stefan hinter der Kamera sitzt, sehen diese Entwicklung aber sehr kritisch. Einmal die Straßenmaut. Davon redet niemand, dass diese auf 4,25 Tonnen angehoben werden soll. Oder die ganzen Straßenbegrenzungen. Ihr wisst das sehr oft. Gibt es ein schönes Schild, maximal 3,5 Tonnen. Auch davon redet niemand, diese Grenze hochzuheben. Und dass Österreich die Mautgrenze für die Vignette auf 4,25 Tonnen anhebt, auch das ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, die Reise wird teurer. Ja, und was machen die Hersteller dann? Ja, so wie in den letzten Jahren können wir ja sehen, denen ist das, glaube ich, völlig scheißegal. Was Gewicht angeht, was Zuladung angeht und so weiter und so weiter. Also man kann ja dann auflasten, ne? Und ihr könnt sicher sein, viele Angebote werden sich dann auf 4,25 Tonnen überhaupt richten. Denn es ist dann nicht das Problem des Herstellers und die zusätzlichen Kosten wie Maut und so weiter, naja, die können dann wieder die Endkunden berappen. Es ist gut gedacht und sicherlich auch sinnvoll, aber leider wie immer nicht bis zum Ende gedacht. Aber, jetzt von uns ein Aber, bis Ende 2024 haben unsere Vertreter der Politik ja durchaus noch Zeit, etwas Vernünftiges draus zu machen. Den Führerschein nur anzuheben, glaube wir, wird eine Verschlechterung des Wohnmobilmarktes bedeuten, weil dann Zuladung, tja, das ist ja nicht mehr unser Problem und die höheren Kosten, ist ja auch nicht unser Problem, wenn ich jetzt als Hersteller rede. Ihr wundert euch bestimmt, warum die ganze Zeit so ein Bär neben mir sitzt. Tja, der hat im Endeffekt jetzt nur einen Platz warm gehalten, denn jetzt für euch der Camper Talk zu Gast Kai von Travel Camping Living. So, wir sind hier mit Kai von Travel Camping Living oder wie ihr ihn kennt, der Mann, der mit den Bären spricht. Ja, wir wollten ein paar Fragen stellen und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne, servus zusammen. Das erste natürlich, was interessiert, du warst ja dann, nachdem du endlich aus Skandinavien zurück bist, wieder mal ein paar Wochen zu Hause im Zottel. Da ist natürlich die Frage, wie war es wieder im Zottel zu sein? Und die Anschlussfrage, die immer gestellt hat, was hast du in der Zeit vom Kaiman vermisst, was du im Zottel hast? Mhm. Ja, du sagst es schon richtig. Wir sind wieder zu Hause in Zottel gewesen. Also nach Hause kommen, ich habe ja sonst kein Zuhause mehr, wir wohnen in Zottel. Und es ist einfach immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Ob man jetzt aus dem Ferienurlaub kommt mit dem Flieger und wieder in seine Wohnung kommt oder wir aus einem anderen Urlaub in Skandinavien und wieder in Zottel gehen, ist das einfach wieder, du fühlst dich sofort wieder zu Hause, du weißt, wo alles ist und genießt wieder das, was du hast. Und eben, zweite Frage von dir, das, was du vermisst hast, nämlich unterwegs. Und ich meine, der Kaiman, super Auto, der MAN, eine Wucht, der Lounge-Ausbau von Megamobil, genial. Aber ich habe gemerkt, ich habe einfach mit dem Layout leben können, aber ich möchte damit nicht permanent leben, weil du einfach immer mit dem beweglichen Bett hinten, mit dem Hubbett
immer wieder umbauen musst, weil du darunter die Lounge hast und entsprechend abends, morgens den Tisch abräumen, Laptop weg, alles andere, die Bären neu platzieren, die müssen ja auch immer aus dem Weg, die sitzen ja sonst tagsüber auch auf der Lounge. Und das ist einfach was, wo ich jetzt bei Zottel wieder drin sitze, in der Dinette, wie wir jetzt hier sitzen, ich kann hier alles stehen lassen, gehe nach hinten ins Bett, pennen, putze mir natürlich vorher noch die Zähne. Aber ansonsten ist das einfach wirklich das, was ich im Kaiman am meisten vermisst habe, nämlich diese fixe Dinette und das fixe Bett hinten. Kein Umbauen. Und ich denke mal, ein Kühlschrank, der schließt, ist auch eine wunderbare Sache, ne? Ich genieße das tatsächlich wieder mit meinem Tedford-Kühlschrank, dass ich den wieder leicht zumachen kann und er nicht aufgeht während der Fahrt und er auch sehr leise ist. Also ich habe da jetzt wirklich nochmal drauf geachtet, die letzten Tage, Wochen, wo ich in Zottel war. Er ist wirklich verflucht leise und funktioniert einfach. Das ist, ein funktionierender Kühlschrank ist cool. Obwohl, in Skandinavien braucht man das ja nicht, da hat man ja draußen seine Kühlfläche. Wobei, ja, das friert wahrscheinlich ein bisschen ein. Ich hatte ja mein Eis, also ich habe mir dann auch da mal bei minus 28 Grad, habe ich gedacht, jetzt ist die richtige Zeit, um Eis zu essen, habe ich mein Eis genommen und hinten in die H32 Heckbox getan, weil einfach der Kühlschrank war voll, das Gefrierfach auch, und habe gedacht, ja komm, ist kalt genug, kannst du auch draußen lagern. Hat funktioniert. Das beste Eis gibt es halt draußen beim Kaiman. Dann muss man natürlich sagen, du hast ja im Vergleich jetzt zwei völlig verschiedene Fahrzeuge gehabt. Also du hast ja den Zottel, das ist ja ein Globe Car. Ja, Camp Scout B. Genau. Und dann auch halt den Kaiman, aber sehr, sehr viele Fahrzeuge vorgestellt. Ich habe mal nachgeguckt, dein erstes Video war am 25.01.2017 ein Online-Pössl Road Cruiser B. Und dann hast du sehr, sehr viele Fahrzeuge ja schon gesehen und gefilmt. Wenn Zottel, was wir nie hoffen, in Rente gehen will, wüsstest du, welches Fahrzeug der nächste Van wäre und wenn ja, welcher? Also markenspezifisch kann ich mich da jetzt nicht committen oder festlegen, aber ich habe natürlich die Spezifikationen jetzt schon gewissermaßen im Kopf. Mir ist klar, ich will eine feste Dinette haben. Der nächste hat auch sicherlich, wenn es im Budget liegt und Friedrich das zulässt, einen Allradantrieb, eine Höherlegung. Bei den Betten bin ich tatsächlich hin und her gerissen. Ich liebe meine Längsbetten in Zottel, aber ich habe jetzt auch im Kaiman gemerkt, dass ich mit Querbetten genauso gut klarkomme, da genauso gut schlafe. Ich schlafe ja im Zottel auch mal den Kopf hinten an den Hecktüren, mal vorne am Kühlschrank, und im Kaiman lag der Kopf auch überall. Also meistens am Hals befestigt, aber entweder links oder rechts oder diagonal. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der nächste auch Querbetten hat, um eben auf der anderen Seite dann vielleicht mehr Stauraum zu haben, weil ich habe einfach unglaublich viel Zeug dabei. Es ist erschreckend, wenn man dann immer von einem Van in den anderen zieht und dann sieht, was man so dabei hat. Albtraum, aber halt auch viel Equipment, und deswegen brauche ich dann doch relativ viel Stauraum. Ich hatte überlegt, der nächste könnte ein 6 Meter sein, aber ich glaube, damit komme ich nicht klar. Das ist zwar fürs Geländefahren eine coole Sache, aber ich glaube, ich brauche doch ein bisschen mehr Platz. Also eine Message an alle Autobauer: Wir brauchen den Hermine-Ausdehnungszauber, dass wir einen 6 Meter haben, den man einfach, wenn man steht, verlängern kann, vergrößern kann. Auf Morelo-Basis brauchen wir es nicht. So groß muss es nicht sein. Nö, ein bisschen kürzer. Aber es wäre schön, liebe Hersteller, ihr habt so viele Harry Potter-Filme gesehen, jetzt müsst ihr es doch mal langsam hinkriegen. Es ist an der Zeit, ja. Dann, ja, gut 2 Jahre bist du nun schon unterwegs, warst in Finnland, Schweden, Norwegen, Irland, Marokko, Albanien, Island, jetzt schon wieder in den nordischen Ländern unterwegs gewesen. Mhm. Gibt es irgendeine Kleinigkeit, die du aus deiner Zeit im Bergwerk vermisst? Für euch zur Info, Bergwerk, das war seine Arbeitsstelle, die er so benannt hat. Er hat nicht im Bergwerk gearbeitet, denn dann wäre er weitaus brauner immer in den Videos gewesen. Jetzt hat die Frage, irgendwas, was du vermisst aus der Zeit? Ja, das Einzige, was ich tatsächlich und wirklich vermisse, ist das Gehalt. Das war natürlich ganz nett. Aber alles andere vermisse ich nicht. Ich vermisse nicht die Montagmorgende, die ich immer frustriert ins Büro gefahren bin, das im Stau stehen in Zürich, die sinnlosen, in Anführungszeichen, Meetings, die wir hatten, wo nichts bei rausgekommen ist und so weiter. Ich könnte noch ewig weitermachen, das erspare ich euch. Also ich vermisse aus dieser Zeit nichts, außer das Gehalt.
Ich hätte gesagt, den Zottelparkplatz in Frankfurt, den muss man auch nicht vermissen, der in der Nähe von Eschborn ist, weil so schön ist er nicht. Wir haben ihn aber schon mal getestet. Falls ihr den sucht, ihr müsst halt Frankfurt suchen und dann, wo Eschborn gleich in der Nähe ist. Mehr verraten wir aber nicht. Dann, ja, 2 Jahre Vollzeit-Influencer, YouTuber und Blogger, das darf man nie vergessen. Viele kennen ja das YouTube nur, aber da ist ja noch ein riesen Blog dahinter, was wahnsinnige Arbeit macht. Ja. Was sind die größten Herausforderungen in dieser Zeit gewesen, in den letzten 2 Jahren? Die größte Herausforderung, das ist eine gute Frage. In Deutschland ist Internet, das ist klar. Ja, definitiv. Deswegen war ich auch immer im Ausland, da ist das deutlich besser. Ansonsten, ja, man muss das Ganze natürlich finanzieren. Und da sind wir wieder bei dem Thema Geld. Und wenn du aussteigst, wenn du deinen Job an den Nagel hängst und kein geregeltes Einkommen mehr hast, musst du einfach gucken, dass irgendwie auf anderen Wegen Geld reinkommt. Da hast du natürlich verschiedene Quellen, die du dir dann aber auch, wenn du davon Vollzeit leben möchtest, noch weiter aufbauen und aufbauen musst. Das ist sicherlich eine große Geschichte und eine Herausforderung, denn ja, ohne Geld wäre ich jetzt nicht hier, sondern würde wahrscheinlich wieder im Bergwerk irgendwo Steine kloppen. Und das ist sicherlich eine richtig große Herausforderung, das darf man auch nicht unterschätzen. Und es ist als YouTuber und Influencer Vollzeit, es ist eine Menge Arbeit. Es ist viel mehr Arbeit als früher im Bergwerk. Meine damals vielleicht 50 bis 60 Stunden Woche ist heute deutlich ausgeprägter. Ich sitze viel mehr am Rechner, ich sitze die Nächte am Rechner, tagsüber reise ich. Klar, das sieht alles toll aus, aber dieses ganze Background-Thema, Bloggen, Schneiden, das frisst dir einfach den Rest deiner Lebenszeit weg. Das macht riesig Spaß, ich mache das super gerne, aber es muss einem klar sein, wenn man das wirklich Vollzeit macht, ist das ein Haufen Arbeit. Das ist nicht Füße hochlegen und das macht sich von selbst. Also hättest du jetzt gesagt, das machst du nicht gern. Ich kenne gute Psychiatrien, die sonst auch deine Krankheit beherrschen könnten. Also es ist gut, dass du das immer noch gerne machst. Das ja. Ich komme dann mal auf dich zu, wenn es soweit ist. Also das können wir wirklich sagen, weil ich kenne bei jungen Leuten, die sagen, oh, Influencer, das ist so toll, einfach mal sowas machen. Nee. Also jeden Tag Content liefern und das ist auch schwierig, wenn man oben in Norwegen ist und es passiert dann teilweise nichts, weil immer theoretisch das Gleiche ist und du weißt, du musst aber produzieren, weil wenn nichts kommt, kommt keine Einnahmen. Das ist, glaube ich, verdammt schwierig. Ja, es ist, du musst eine gewisse Kreativität mitbringen. Überraschenderweise habe ich die auch so ein bisschen entwickelt mit YouTube. Ich halte mich ansonsten eigentlich so früher nicht als den kreativsten Mensch auf diesem Planeten. Aber eben mit meinen Reisekumpanen, die dabei sind, die bieten halt auch immer Raum für Geschichten, Kreativität. Wenn dann mal an einem Tag nichts anliegt und ich gar nicht weiß, dann denke ich mir eine Geschichte mit den Pappnasen aus und dann wird halt da was Lustiges gemacht. Und der eine mag es, der andere nicht, das ist auch normal. Aber irgendwie geht es immer weiter, komischerweise. Also wenn ihr keine Ideen habt, dann besorgt euch eine Bärenbande. Die Gummibärenbande ist aber nicht zur Verfügung. Dann... Jetzt kommen wir zur Statistik. Normalerweise müssten wir Dirk fragen, weil Dirk ist ja der Statistiker vom Herrn. Aber er ist nicht da, denn er muss wahrscheinlich Video schneiden. Ja. Circa 30, also wir haben einfach mal recherchiert. Wir waren mal so fleißig. 30.000 Aufrufe pro Tag. Das würde bedeuten, dass wir in Deutschlands größten Kinosaal 24 Vorstellungen pro Tag. Ist man sich dem eigentlich bewusst, was man da leistet und wie gehst du damit eigentlich um? Also bewusst ist mir das nicht wirklich. Das Einzige, was mir halt immer ins Auge springt, ist die Followerzahl, die sich entwickelt und die Klickzahlen. Alles andere gucke ich mir eigentlich im Detail nicht an, weil ich ja Kai bin und nicht Dirk. Ne? Also so, wenn man sich's mal wirklich bewusst macht, auch wenn du dir die Menge der Follower anguckst, ne, damit könntest du ja theoretisch, wenn alle mal zusammenkämen, könnten wir damit ein Fußballstadion füllen. Das ist schon... will nicht sagen erschreckend, aber schon ein bisschen ein seltsames Gefühl, dass man das mit 3 Bären, einem Van und mir selbst erreicht überhaupt. Also das hatte ich auch nie erwartet und bin aber überglücklich, dass es so gekommen ist und ich jetzt auf dieser Basis leben und arbeiten kann. Ne? Und ja, man sollte es sich immer mal wieder bewusst machen. Man hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung, wenn so viele zuschauen und muss halt auch gucken, wie man gewisse Dinge macht und zeigt und dass es nicht über die Stränge schlägt mit den Mitreisenden oder auch sonstigen Themen. Die Balance halten ist einfach auch wichtig und auf dem Boden bleiben vor allem.
Ja, dann können wir sagen, das Jahr ist ja im vollen Gange schon. Wir haben schon März, man muss sich das gar nicht vorstellen. Okay, wenn es draußen jetzt schneit. Verrückt. Wir blenden hier ein, wenn das Video. Es ist ja aufgezeichnet, logischerweise, weil du bist wie immer gerade unterwegs. Wir wissen nicht, welche Crew gerade irgendwo ist. Du weißt es wahrscheinlich im Kopf schon. Aber ist trotzdem die Frage, alle, die jetzt das Video sehen, die Pläne für das Laufen. Ja, 24, worauf dürfen sich deine Follower in diesem Jahr auf jeden Fall noch freuen? Ja, ihr könnt euch freuen auf zum Beispiel im Juni ziemlich sicher die Abenteuerradmesse. Da werden wir sein. Danach geht's dann mit Kollege Avanti und Tour Dirk nach Rumänien für ein paar Wochen. Kleine Tour durch die Berge und dann natürlich Caravansalon. Was ich so im Mai mache, weiß ich noch nicht genau. Das steht gerade noch ja, im Raum. Es gibt Ideen, aber noch nichts Spruchbereites. Und ja, Caravansalon September danach, weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Der Herbst ist noch komplett offen. Wo es uns da dann hinzieht, kann ich momentan echt noch nicht absehen. Also aber wenn ihr Ideen habt, was Kai mal machen sollte, dann schreibt ihn unbedingt mal eine Instagram-Nachricht oder E-Mail. E-Mails liest du auch, ne? Ja. Oder was? Copilot macht das. Copilot liest das. Na dann, okay, dann ahne ich schon, wo ihr landet. wahrscheinlich irgendwann jetzt, oh Gott, Nord- oder Südpolen. Da, wo die Eisbären sind. Dann ist die Frage, wenn du jetzt sagst, Rumänien, ist dann gleich im Anschluss der Caravansalon oder ist dazwischen auf jeden Fall noch Zeit? Nee, dazwischen ist noch Zeit. Also wir haben für Rumänien 4 Wochen, glaube ich, plus minus eingeplant. Juli, August, weiß ich auch noch nicht, was ich mache, ganz ehrlich. Das ist halt natürlich Hauptreisezeit. Es könnte sein, dass ich mich da ein bisschen auf andere Projekte und Schnittarbeiten konzentriere. Aber auch das kann ich noch nicht wirklich letztendlich sagen. Es ist nur wichtig für euch, falls ihr nämlich Kai dann beim Caravansalon seht, ob ihr Angst haben müsst, er beißt oder nicht. Und dann, ob ihr Knoblauch mitbringen müsst. Ne? Rumänien kennt man ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns die sehr wichtigen Fragen dieser Welt zu beantworten. Und wir wünschen dir natürlich viele weitere tolle Reisen. Dankeschön. Das wünsche ich euch auch. Ein cooles Reisejahr und Dankeschön für das nette Interview. Danke. Ciao zusammen. Das soll es gewesen sein. Das Camper-Update für März 2024. Interessante Themen, hoffentlich für euch dabei. Wenn ihr auch interessante Themen hättet, über die wir berichten sollen, dann einfach eine E-Mail an redaktion@camperupdate.de. Die E-Mail-Adresse ist hier irgendwo eingeblendet. Und alle wichtigen Informationen findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Wir wünsche euch auf jeden Fall jetzt eine schöne Zeit. Die Osterferien stehen vor der Tür. Die Osterzeit steht vor der Tür. Habt eine gute Zeit. Bleibt uns gewogen. Bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao.